Guten Morgen, liebe Corona-Nestocker. Am Montag werde ich wieder einen Livestream senden, genau wie letzten Montag. Letzten Montag ging es um Gedichtanalyse und Interpretation. Nächsten Montag geht es um Dramenanalyse und Interpretation. Oder besser gesagt Szenenanalyse, denn wir analysieren ja nicht ein ganzes Drama, sondern nur einen Teil davon. Jetzt wartet ihr ja vielleicht nicht den ganzen Tag darauf, dass ich wieder ein Video hochlade oder einen Livestream absetze. Deswegen möchte ich euch noch auf zwei andere Angebote hinweisen, die nicht von mir stammen, sondern einmal vom Stark Verlag, das ist dieser große Bildungsverlag, oder Cornelsen, kennt ihr vielleicht von euren Schulbüchern. Beide vermitteln während der Corona-Krise kostenlos Zugang zu ihren Premium-Lernplattformen. Die Lernplattform vom Stark Verlag heißt Study Smarter. Und das ist jetzt mal ein Einblick in die Anmeldeseite. Also wenn man sich da registriert hat, das kostet nichts und man wird auch nach 2 Monaten, glaube ich, automatisch wieder abgemeldet. Also man tappt da nicht in eine Abo-Kostenfalle sozusagen. So, ihr seht jetzt auf der linken Seite Fächer, da klicke ich mal drauf und bin auf Deutsch, weil ich Deutsch vorher ausgewählt habe. Und da sehen wir schon eine ganze Menge Themen. Unter anderem Dramen verstehen mit 149 Dokumenten. Und da gibt es eine ganze Menge einzelne Dramen, die interpretiert werden. Und dann gibt es auch Deutsch auf einen Blick. Ich scrolle erstmal nochmal runter. Genau, Faust, Iphigenie, Kabale, alles, was man eigentlich wissen muss. Also da kann man auch einfach nochmal nachlesen, wenn der Lehrer einem gesagt hat, guckt euch vor allem Wilhelm Tell an. Aber dann gibt es hier Deutsch auf einen Blick. Und da gibt es das Thema Kapitel Dramen verstehen. Das habe ich jetzt mal freigeschaltet. Und wir sehen, es handelt sich um ein PDF, das original eine Seite aus einer Publikation von deren Fachbüchern ist. Ja? Abiturtraining, Dramen analysieren und interpretieren ist das wahrscheinlich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und da gibt es wahnsinnig gute Inhalte. Also das sind verlässliche Inhalte einfach, im Gegensatz zu vielem, was ihr so frei im Internet findet. Hierauf könnt ihr euch verlassen, wenn ihr das durcharbeitet. Also das kann man sich sehr gut durchlesen. Kann man sich übrigens auch auf dem Handy angucken. Das ist jetzt die Desktop-App hier. Das ist besser zu filmen, aber auf dem Handy geht es natürlich auch. So, dann habe ich mich noch bei Duden Learn Attack angemeldet. Das ist also der Partner von Cornelsen, was das Online-Lernen betrifft. Und so sieht das aus, wenn man sich da registriert hat. Auch wieder 2 Monate umsonst. Keine Bange, ihr werdet hinterher automatisch abgemeldet. Außerdem ist euer Abi dann ja auch hoffentlich vorbei, wenn ihr jetzt Abitur macht beispielsweise. So, wenn man sich also bei Learn Attack anmeldet, kann man hier Lernwege suchen und dann ein Fach wählen. Ich wähle natürlich Deutsch, alles andere interessiert mich ja nicht. Und dann gibt es ganz viele Themen, die angezeigt werden. Klassenstufe kann man natürlich auch auswählen, aber ich wähle jetzt mal das Thema Drama. Und habe hier oben gleich eine Dramenanalyse schreiben für die Oberstufe. Wenn man auf Jetzt lernen klickt, kommt man zu einer sehr, sehr übersichtlichen Anordnung, finde ich. Auf der linken Seite die einzelnen Kapitel und jeweils eine Anleitung. Und dann gibt es dann zwischendrin auch immer wieder Übungen. Und es gibt hier auch ziemlich gute, wie ich finde, Lernvideos auf dieser Plattform. Die gibt es, glaube ich, bei Study Smarter auch. Aber insgesamt finde ich Learn Attack doch noch einen Ticken übersichtlicher. Also, ihr könnt das kostenlos nutzen. Die Materialien sind gut, lasst euch das von mir gesagt sein. Ihr könnt euch darauf verlassen. Und gerade hier Learn Attack, das scheint mir für Deutsch eine ziemlich gute Option zu sein, um systematisch bestimmte Themen nochmal zu wiederholen. Okay, so viele Lerntipps für heute. Wir sehen uns am Montagabend beim Livestream zu Dramenanalyse und Interpretation. Und bis dahin, live long and prosper und immer schön zwischen den Fingern waschen.